Moin Moin Leute, Tumlo hier und willkommen zurück zu Europa Universalis 4. Und wir befinden uns gerade in einem Krieg mit Litauen und dem Livonischen Orden und ich kann mich ja nicht so bewegen, wie ich es mir erhofft hatte. Wir könnten ein Problem haben, eventuell. Ihr bleibt mal hier. Shit, wir haben tatsächlich ein Problem. Das wird wehtun. Diese Schlacht wird wehtun. Okay, Litauen kann sich nicht entscheiden, ob sie tatsächlich zu uns kommen. Das ist schön. Stellt ihr euch nämlich da unten hin und unterstützt sie und ihr geht einfach mit in die Provinz und holt sie euch jetzt und ich muss runter vom Speed her. Das gibt's doch nicht, dass die sich ja nicht entscheiden können. Das macht einen immer sehr nervös. Ich nehme mal die neuen Diplomaten bei dem Event. Wer weiß, vielleicht kriegen wir es ja hin, diese Festung zu erobern, bevor irgendwas passiert, was wir nicht haben wollen. Auf jeden Fall haben wir afghanische Nationalisten, die wahrscheinlich bald aufstehen werden. Sollte nicht mehr allzu lange dauern. Und Minsk ist immerhin gefallen. Auch wenn es tatsächlich nicht mal eine Festung ist. Nichtsdestotrotz werden wir gerade jetzt, wo Polotsk gefallen ist, uns sammeln und gegen Litauen vorgehen. Die Provinz da unten ignorieren wir erstmal gekonnt. Machen wir es so. Meimana ist bekehrt. Weiter geht's jetzt mit Madagaskar. Die könnte ich auch mal zusammenziehen eigentlich. So. Cordoba wird von Kanada besetzt. Ja, es ist schon ein bisschen lächerlich, dass das geklappt hat auf deren Seite. Dass Dogurt da nicht in der Lage war, diese geschwächte Situation irgendwie auszunutzen. Okay, es kommt tatsächlich in Braslav zur Schlacht. Dann wollen wir mal. Sie sind zuerst da, sie greifen uns an, haben allerdings Geländemalus und Flussüberquerungen auf ihrer Seite. Beziehungsweise wir haben diese Boni auf unserer Seite. Es sollte also kein allzu großes Problem sein und das sehen wir schon. Die Armee muss da nicht mit reinziehen. Auf nach Palenque. Und die Zentralafrika-Armee ist auch noch unterwegs. Ich gebe euch mal den General. Ich hoffe, dass die sich gleich darum kümmern können. So. Sieg in Breslau. Machen wir es doch einfach mal so. Sammeln wir uns ein bisschen, besetzen ein paar einzelne Provinzen und tun generell der litauischen Wirtschaft ein bisschen weh. Möglichst nachhaltig. Die Walachei ist schon fleißig am Besetzen. Jast ist bekehrt. Sehr schön. Fortschritt in persischen Gefilden. Litauen bietet uns einen Frieden an und Portugal wird Goa nicht einfach mal ins Abgeben. Ich kenne das Event nicht. Ich glaube, es kommt nur einmal. Aber ich halte es für durchaus gar nicht mal so unwahrscheinlich bei diesem Spiel, dass die sonst nochmal die Provinz abgeben müssen. Das wäre ziemlich, ziemlich ungünstig. Wir werden gleich mal gucken, was wir da verhandeln. Aber ich denke, ich werde separat Frieden schließen. Frankreich begleicht die Schulden von Litauen. Immerhin, wir schaden mit diesem Krieg Litauen. Das ist schon mal was Schönes. Wir schaden mit diesem Krieg Frankreich, weil sie die ganze Zeit Geld ausgeben müssen. Das soll mir recht sein. Die Armee hier ist auch bald wieder da. Dann schicken wir sie einfach nach Ujida. Da wissen wir immerhin, wann sie angekommen sind. Automatisch, weil wir eine Meldung bekommen. So. Machen wir doch einfach mal so. Ich habe einen Anspruch verloren. Der Rajat. Unser Anspruch auf Multan. Okay, es gibt Schlimmeres. Dafür haben wir afghanische Nationalisten in Jalalabad. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Sie müssen sich nach der Armee sowieso auf eine Festung einigen, die sie angreifen. Deswegen sammeln wir uns doch mal so, dass wir auf beide Festungen draufhauen können. Und schauen hier mal weiter. So, gleich nach Livland. Geht nicht. Pleskau ist im Weg. Na danke, gut, dann eben nach dem Pleskau. Und wir haben eine Kolonie. Candelaria. Unsere gigantischen Kolonien hier in Rio de la Plata wachsen. England ist ein bisschen schneller als wir. Es war so ein Schwachsinn überhaupt hier, diese Kolonien zu wählen. De la Goa Bucht.
Also das war, glaube ich, der größte Fehler, den wir gemacht haben in dem aktuellen Run. Expansionistische Ideen. Das war halt das Problem, dass mitten im Spiel sich die Version geändert hat. Es war so ein schöner Kriegsgrund. Ich habe es ja nur für den Kriegsgrund gemacht eigentlich. Und dann passiert uns halt das. War halt ein bisschen ungünstig. Aber okay. Kann man nicht allzu viel gegen machen momentan. Von daher machen wir weiter. Goldingen ist gefallen. Schade, sie blockieren uns den Hafen. Aber die Schweden sind da. Oh. Hoffen wir mal, dass die Schweden im Alleingang Litauen erledigen. Wir haben auf jeden Fall die Belagerung von Palenque gewonnen gerade. Schieben wir mal so ein wenig in die Richtung. Und schauen wir, wie wir da eingreifen können. In der Zwischenzeit wird Goa bekehrt. Und die Portugiesen stehen in Ceuta. Ceuta ist trocken. Ne, in Tanga, nicht Ceuta. Und das ging verdammt schnell. Warum ging das so schnell? Haben die Festung gestürmt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es hier voran mit dem Bekehren meiner Provinzen. Und ich muss doch mal auf Portugal achten. Ich glaube, wir nehmen einfach... Ja, wir stellen uns einfach nach Tanga gleich. Und hoffen auf das Beste. Da hoch kommen wir nämlich leider nicht. Und Frankreich begleicht weiter in Schulden. Sehr schön. Die scheinen genug Geld zu haben. So, hier geht's weiter. Und so wie es aussieht, muss ich mich um die Schlacht selbst kümmern. Dementsprechend machen wir es doch mal so. Die einen nach Rzeszów. Ungarn beleidigt uns. Das ist mir herzlich egal. Und wir sammeln uns hier drüben. So. Zeit für den Angriff. Ein kurzer Blick hier nach Marokko. Sieht gut aus. Und Pleskau ist gefallen. Und ja, ich weiß, hier steht was anderes, aber ich spreche halt den Namen aus, den ich kenne für die Provinz. Nächste Provinz ist fertig. Auch das geht an die Handelshausregion. Wir haben schon bald wieder alles bekehrt, was wir bekehren können. Sehr, sehr schön. Die Verstärkung brauchen wir nicht, sind wir mal ehrlich. Machen wir es so. Wie schlagen wir auch auf dem Weg? Sogar ziemlich problemlos. Oh, ich sehe gerade was nicht gut ist. Ich habe ihnen versehentlich den Thronerben zugewiesen als General. Das ist nicht gut. Nehmen wir mal die Verfolgung auf. Tanga ist gefallen. Wunderbar. Marschieren wir nach Granada, nach Gibraltar, nach Jabaltarik. Und wir würden das tun, zumindest wenn sie uns durchlassen würden. Na, danke. Danke, danke, Portugal. Du mich auch. Wir werden auf jeden Fall mal gucken, was wir für einen Frieden verhandeln können. Das Übliche ist halt bei Portugal, dass ich die Kolonien haben möchte. Generell wäre es mal interessant, wenn portugiesisch Brasilien hier ein hohes Freiheitsstreben bekommen würde. Einfach nur, dass sie sich mal von Portugal lossagen, aber das wollen sie ja irgendwie leider nicht. Entfernen wir das Ganze mal. Also, wir wollen diese Provinz. Wir wollen diese Provinz. Wahrscheinlich haben sie noch was in Südafrika, das haben wir aber noch nicht entdeckt. Und wir wollen auf jeden Fall Goa haben. Und Goa würde automatisch an Bachmanis gehen. Achso, da muss ich mir die Provinz mal abziehen. Wisst ihr was, wir geben die einfach Bachmanis und schauen mal und hoffen, dass es sinnvoll ist. Jetzt gerade natürlich noch nicht. Wir brauchen mehr Festungen dafür, aber wenn es soweit ist, meine ich. Dementsprechend werde ich jetzt aber auch ganz sicherlich nicht auf die feindliche Armee zumarschieren. Wir warten ab, bis hier oben mal Tugurt Erfolg hatte. Und unsere Militärideen sind am Limit, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht gut. Ich glaube, ich sollte mal wieder ein paar militärische Machtpunkte investieren und mit Sicherheit auch bald mal wieder die entsprechenden Ideen nehmen. Entwicklung. Klack, 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 klack. Ganz einfach, ob es effizient ist oder nicht, mir egal. Und? Wir könnten außerdem mal hier ein paar Richtlinien entlassen, fällt mir auf. Wir können nämlich das Kolonialwachstum erhöhen. Einfach dadurch, dass wir einen Admin, einen militärischen Machtpunkt im Monat bezahlen. Der Rest ist hier uninteressant momentan. Aber dann hätte ich früher denken können. Dann hätte ich wesentlich früher denken können.
So. Schauen wir mal. Wir werden natürlich separat Frieden schließen mit den ganzen Fraktionen. Und bei Litauen will ich definitiv Bündnisse loswerden. England zum Beispiel. Der Rest ist mir relativ egal, ehrlich gesagt. Gold könnten wir nehmen und natürlich Provinzen. Und wir könnten, ja, Provinzen eben. Das reicht leider noch nicht. Ich hätte gerne die beiden, ehrlich gesagt. Weil es wieder viel AE ist. Wir nehmen uns Neva und wir nehmen uns Gold. Dann haben wir da den Separatfrieden. Und ich kann mich zufrieden geben damit. So. Wir haben unsere Verbindung zur Nordsee. Nein, zur Ostsee. Moment, da habe ich gerade was durcheinander gewirbelt. So. Sammeln wir uns mal kurz. Machen wir es so. Irgendwie. Seltsam verwirbelt hier. So. Litauen ist fast vollständig besetzt. Muss die Walachei nur noch machen. Das heißt, sobald wir Portugal rausgedrängt haben, bleibt nicht mehr viel. Und auch Portugal wird nicht mehr allzu lange brauchen, glaube ich. Aber eventuell können wir endlich mal den Johanniterorden loswerden. Persien fördert den globalen Handel. Herzlichen Glückwunsch. So. Wir verfolgen sie natürlich weiter und machen es aber so rum. Ceuta ist in unserer Hand. Okay. Ich werde einfach weitere Häfen blockieren. Und die litauische Armee in Die litauische Armee in Podolsk ist erledigt. So, gucken wir mal. Wo sind Festungen? Volynia ist eine Festung. Seid ihr mittlerweile komplett sunnitisch? Ja. Wunderbar. Habt ihr noch irgendwelche Rebellen? Nein, wunderbar. Wie sieht's mit eurem Freiheitsstreben aus? Null. Können ihnen also noch eine Menge geben. Nächste Festung wäre hier in Palenque. Machen wir das doch einfach mal. Geben wir ihnen wirklich dieses Gebiet so schön an der Grenze, dass wir das Ganze quasi uns so nehmen können, dass wir damit auch direkt die Basis für weitere Eroberungen legen. Natürlich nehmen wir dabei so viel wie nur möglich. Also hier, Rovne will ich auf jeden Fall auch noch abgeben. Und dann gucken wir mal, was wir noch nehmen können von Saporischia. Novgorod bietet mir Truppen an. Danke, aber nein, danke. Es ist gut gemeint, aber wirklich nicht nötig. So, ihr geht hoch. Unser großer Führer ist gestorben. Zeit für Kasim Uluk, einen Quartiermeister der Stufe 3. Willkommen, willkommen. Du marschierst mal da hoch. Denn du darfst dich gleich um Novgorod kümmern. Der Livonische Orden zieht sogar direkt mit. Ich darf nochmal Krieg gegen die Livonischen Orden führen. Oder wir warten halt ein wenig ab, bis wir die Kernprovinz haben und ähnliches und kümmern uns erstmal um Moskau und Co., wie angekündigt. Ich werde auf, ich habe noch die Mitspieler aktiv vom Multiplayer. Die Anzeige hier brauchen wir nicht, rechts. Und ja, ich weiß, ich habe wieder meine Themensprünge. Das sind nur so Dinge, die fallen mir plötzlich ein und dann muss was geändert werden hier. Oh, Schlacht in Casablanca, da muss ich gleich mal gucken. Diese Provinz ist auf jeden Fall erstmal erledigt. Bekehren wir weiter und Schlacht in Casablanca. Wir haben beide keinen Malus oder Bonus. Und das ist ziemlich eng. Kümmern wir uns erstmal kurz darum. Damit ist auch das Problem gelöst. So, gucken wir mal. Kommt schon. Jetzt haben die Würfel Glück. Schade. Almosen für die Armen. Natürlich. Und leider verlieren wir die Schlacht tatsächlich. Rückzug. Ich werde hier Verstärkung brauchen. Das gefällt mir nicht. Oder wir schließen halt den etwas günstigeren Frieden. Das werde ich wahrscheinlich auch machen, wenn die gleich diese Provinz erobert haben. Bada! Noch mehr Handelshausregionen. Und die letzte Provinz, die wir gerade bekehren können. Friedensangebot aus Litauen ignorieren wir erstmal.
Wie ist denn der Warscore mit den Portugiesen gerade? 7 Punkte. Also mit denen Frieden zu schließen macht nicht wirklich viel Sinn. Es sei denn, es ist ein weißer Frieden. Dazu sind sie nicht bereit. Noch nicht zumindest. Ich glaube, wir werden Portugal einfach gekonnt ignorieren. Ja, wir werden Portugal definitiv gekonnt ignorieren. Stimmt, Bachmut ist ja... Bachmut haben die ja auch noch. Okay, holt euch mal Bachmut. Die beiden Provinzen würde ich gerne noch übergeben. Saporischia. Aber wir gucken erstmal hier auf diese Provinz und... Bachmut würden sie noch akzeptieren, aber ich würde das gerade selbst bekommen. Könnt Bachmut auch außen vor lassen und ihnen was anderes geben stattdessen, wenn ich ehrlich bin. Nein. Wir geben ihnen Turov, nehmen noch ein wenig Gold, ein paar Dukaten. 100 Dukaten, um genau zu sein, und damit bin ich auch schon bereit für den Frieden. Kriegen nochmal ordentlich Land für Saporischia, keinerlei Gefahren durch Koalitionen. Ich bin zufrieden damit. Damit wäre dieser Krieg erledigt. Portugal ist glimpflich davon gekommen. Leider, leider. Ich hätte ihnen gerne mehr genommen. Nichtsdestotrotz werde ich mich dann jetzt erstmal in Ruhe um Granada kümmern. Die Festung gehört immerhin wieder uns. Blockieren wir die in Hafen. Blockieren wir schon mal ihren Hafen. Und führen wir hier oben weiter Krieg. Ich meine, wir müssen sowieso gerade keine Machtpunkte ausgeben. Das geht alles in Saporischia. Moskau, hallo. Ich nehme mal den Belagerungsgeneral dafür. Und du darfst einfach mal Richtung Perm marschieren. Heretiker von Changwe. Sehr schön. Weiter bekehren darf ich leider nicht, wegen religiösem Eifer. Hier gibt es auch nicht mehr viel zu tun. Hier ist momentan nur noch Mombasa. Und sobald wir hier unten keine Unruhen mehr haben, worauf ich zumindest mal ein bisschen hinarbeiten werde, macht es auch keinen Sinn, meine Truppen mehr hier stehen zu lassen. Die Provinz wird noch bekehrt. Das heißt, wir schicken euch wieder los. Die Frage ist nur, wohin genau. Und ich denke mal, wir hatten ja noch Vijayanagara angepeilt als trotzdem Kriegsgegner quasi. Schauen wir mal. Imerianische Nationalisten in Merina. Ach, das ist diese Provinz. Okay. Eventuell werden wir ja doch noch gebraucht. Stellen wir die einfach mal temporär dahin. Bis die Missionare fertig sind mit ihrer Arbeit. Du darfst schon mal da hoch. Moskau wird belagert und marschiert halt da unten weiter. Ich denke mal, wir sollten sie trotzdem verfolgen. Es könnte immerhin zu Problemen führen. Und ich habe total vergessen, dass wir hier noch Rebellen hatten. Verdammt! Auf nach Kabul. Auch wenn wir jetzt einen Berg angreifen müssen und das echt ungünstig ist. Aber egal. Moskau ist gefallen. Galic, um genau zu sein. Kirchenstaat kann sich der Koalition anschließen. Das ist nicht so problematisch. Moskau ist erledigt. Endgültig. Wenn nicht wieder irgendjemand auf die glorreiche Idee kommt, ihnen was zu befreien. So. Salisin, dahin marschieren sie. Kabul ist gefallen. Schicke ich dich hier runter. So. Der Herrscher der Wachmann ist gestorben. Okay. Trotzdem werde ich mich jetzt erstmal um Perm kümmern. Wir haben gerade noch genug Kleinvieh hier zu erledigen. Das einfach nur tendenziell nervig ist. Und wo ist die Festung? Die Festung ist da hinten. Machen wir erstmal so. Die Schlacht sollte auch so keinerlei Probleme bereiten. Krieger lesen keine Bücher, wir verlieren Stabilität. Das ist schade. Das sind immer Events, die sind sehr schade, wenn sie kommen. Unangenehm und nerven einfach nur, aber gehören irgendwo dazu. So. Schlachten sind gewonnen. Dann machen wir es doch einfach so. Ihr habt ebenfalls gewonnen. Dann steht immer Richtung Novgorod. Und ich werde, wie gesagt, mich gleich dem Livonischen Orden nochmal widmen.
Und wir haben hier eindeutig zu viele unnötige Festungen, die wir nicht brauchen. Lasst uns einfach mal ein paar einreißen und ein bisschen Geld sparen, würde ich sagen. Weil wir die zumindest an der schwedischen Grenze noch brauchen werden, sobald wir dann mal mit Schweden im Krieg sind. Denn Schweden wird noch gefährlich. Wenn die wüssten, was wir für Pläne haben hier. Wir sind schon so lange mit ihnen befreundet. Die denken noch, wir wären einverstanden damit, dass sie existieren auf dieser Welt. So. So. Stimmt, Granada, da war ja was. Ich sollte mich mal um die kümmern. Tugut kümmert sich schon um sie. Sehr schön. Die Belagerung von Kabul haben wir gewonnen. Dann gehen wir jetzt wirklich wieder runter nach Indien. Bereiten uns auf Vijayanagara vor. Und führen parallel noch einen weiteren Krieg gegen Novgorod und den Livonischen Orden gleich. So. Und ihr fahrt hier hin. Und ich habe meine Händler noch gar nicht wieder losgeschickt hier unten. Verdammt. Dass ich das auch immer wieder vergessen muss, ist uncool. Ist gar nicht gut. So. Das wäre erledigt. Wüstenplünderer. Das ist neu. Einige Menschen der Elite der türkischen Menschen wurden kürzlich angegriffen und glauben, dass dieser Überfall von einem ausländischen Militär organisiert wurde. Da der Angriff tief in unserem Territorium stattgefunden hat, scheint dies aber kaum möglich zu sein. Eine Erklärung dafür, dass dies möglicherweise doch passiert ist, nimmt jedoch langsam Form an. Die Tuaregisch in einer unserer Grenzprovinzen, die wir als loyale Untertanen betrachteten, scheinen sich mit unseren Nachbarn verschworen zu haben, um den Angriff zu organisieren. Auch wenn es nicht möglich sein mag, sich auf gleiche Art und Weise zu rächen, gibt es andere Wege zu zeigen, was wir von solch feigen Taktiken halten. Wir kriegen auf jeden Fall einen Kriegsgrund gegen Timbuktu. 50 Dukaten. Den wir aber nicht nutzen werden, weil diplomatische Begleitung immer noch der sinnloseste aller Kriegsgründe in diesem Spiel ist. Nichtsdestotrotz gehört Gibraltar jetzt uns. Was ich sehr, sehr schön finde. Danke dafür. Aber ich muss mich trotzdem erstmal um die Nationalisten da oben kümmern. So. Neva ist eine Kernprovinz, sehr schön. Damit steht dem Krieg gegen den Livonischen Orden und Novgorod auch nichts mehr im Wege. Denn die Kernprovinz haben wir ja bereits. Kriegserklärung ist raus. Ihr erhaltet hier den General. Novgorod und... Du marschierst nach Pleskau. Und wir fangen einfach an zu belagern. Flaschenkorken. Dank der Entwicklungen in der Flaschenfertigung konnten Weinproduzenten Flaschen in standardisierten Größen herstellen. Dementsprechend konnten sie auch die Nutzung von Flaschenkorken wieder einführen. Dies ist eine viel effizientere Weise, Weinflaschen zu verschließen, als die alten Tuchpfropfen. Hierdurch kann Wein nun über viel weitere Entfernungen transportiert werden, als es zuvor als möglich erachtet wurde. Möglicherweise erleben wir nun die Geburt eines weltweiten Weinhandels. Der Preis für Wein erhöht sich. Das ist schön. Jadabad ist bekehrt. Viel ist wirklich nicht mehr zu bekehren, wenn das so weitergeht. Ihr braucht ebenfalls keinen General mehr, aber ich werde mal hier unten doch die Autonomie erhöhen und euch da reinstellen. Was könnten wir noch für Kriege führen demnächst? Das muss ich mir wirklich gut überlegen. Wir haben jetzt gerade diese ganzen Kleinkriege am Laufen. Jaswin ist bekehrt. Oh, unsere diplomatische Macht war tatsächlich kurz negativ. Oder ist gerade negativ. Da müssen wir aufpassen. Mit der Annexion, mit der Integrierung. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt, glaube ich, Krieg gegen Bachmanis führen. Gegen Vijayanagara für Bachmanis. So rum. Müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu viel erobern. Wir sollten auch wieder die Staatsehe schließen in baldiger Zukunft. Aber erstmal... Ne, wir machen erstmal den Staatsehe mit den Bachmanis. Und dann fokussieren wir uns darauf, dass wir den Krieg da oben zu Ende bringen. Und wenn ich wieder meine ganzen Generäle frei habe, können wir uns um andere Dinge kümmern. Oh, eine neue Haseki-Sultan. Und ist sogar ziemlich fähig. Kommt aus Bachmanis. Und Perm ist in unserer Hand und wird gleich annektiert werden. Sobald der Diplomat wieder da ist.
Sehr schön. Wie sieht's mit der Überdehnung aus? Keinerlei Probleme. Hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Kernprovinzen aufgeben sollt ihr auch. So. Neues Land für uns. Wunderbar. Sammeln wir uns mal hier. Sammeln wir uns nochmal in Kasan mit der Armee. Das ist auch ein schönes Fleckchenland. Und natürlich wird auch hier wieder Autonomie erhöht. In den neuen Provinzen. Und wenn wir dabei sind, nehmen wir den Rest noch mit. Verzichte ich halt auf ein bisschen was, aber ich habe vor allem kein Problem mit Rebellen. Ressourcen haben wir momentan wirklich genug. Und da muss ich mir gut überlegen, was ich eigentlich fordern will. Ich meine, konnten wir den Livonischen Orden nicht als kriegsführende Partei, als Kriegsverbündeten mit reinrufen. Die sind nur die Unterstützung. Und daher nicht ideal, aber wird schon irgendwie gehen, denke ich mal. Ansonsten habe ich momentan, wie gesagt, wirklich das Problem, dass ich in Europa Kriegsgründe habe, bis zum Abwinken, aber halt vorsichtig sein muss wegen der AE. Hier die Kopten kann ich immer noch erobern und das werde ich auch irgendwann nebenbei machen, weil das ist halt wirklich nichts, was nötig ist. Dann haben wir noch die paar Fetischisten, an die wir momentan aber nicht rankommen, weil sie quasi hinter Ödland sind. Und eben hier Vijayanagara. Also ihr beide habt eure Generäle. Ich glaube, dann werde ich die anderen Generäle mal hier unten in Vijayanagara zuweisen und schon mal kämpfen lassen. Zeit für die nächste Kriegserklärung. Rückeroberung, natürlich. Möge der Krieg beginnen. Naisha wurde herausgefordert und wir haben eine Seeschlacht gewonnen. Sehr schön. Wir werden sie niemals aufgeben. Wir haben uns ja gerade erst geheiratet, aber trotzdem werden wir sie niemals aufgeben. Würden wir die Bachmanis doch damit ärgern. So. Dann machen wir es doch jetzt so. Wir sammeln uns erstmal hier, erobern beide Festungen und blockieren hier drumrum. Und die Bachmanis sind halt leider noch hier hinten unterwegs. Stellen wir sie mal um auf aggressiv, beziehungsweise auf Belagerung. Sie sollen ruhig selbst belagern. Problem ist halt immer noch, dass sie hier unten sehr erfolgreich sind und wahrscheinlich bald was von Saporischia besetzen können. Na, schauen wir mal, schauen wir mal. Können die im Zweifelsfall sofort runter? Moment. Ja, können sie. Perfekt. Dann sollen sie ruhig da stehen bleiben. Und wir haben wieder Probleme mit zu viel Entwicklung im militärischen Bereich. Machen wir einmal den hier. Und beim nächsten Tick werde ich, also beim nächsten Jahreswechsel werde ich, denke ich, die Technologie nehmen. Und die erste Festung ist jetzt schon gefallen. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Lassen wir es doch gleich zur Schlacht kommen. Hoffen wir, dass es klappt. Galic ist in unserer Hand. Sehr schön. Jetzt hoffen wir mal, dass es klappt. Aber es sieht gut aus, selbst mit der Armee alleine. Und nein, ihr kriegt keinen Militärzugang von mir. Immer noch nicht. So, du darfst belagern gehen. Du darfst Einzelprovinzen besetzen. Ihr da oben wart schon erfolgreich. Sehr schön. Wir müssen halt bedenken, dass wir erstmal nur die Kernprovinzen zurückerobern wollen. Dass es darum geht primär. Das ist diese Armee. Wenn die das besetzt haben, werden sie gleich nach Vijayanagara marschieren. Und Cholm ist gefallen. Sehr schön. Allerdings ist es ihnen mittlerweile auch gelungen, bei uns eine Provinz zu sichern. Was wiederum nicht ganz so schön ist. Aber okay. Pleskau ist gefallen und da unten ist ebenfalls was gefallen. So. Deval, Livland. Carnatic oder Carnatic, ich weiß es nicht genau. Dann geht es eben doch nach Vijayanagara. Zack, zack und zack. Ihr sammelt euch hier in Golconda. Und sehr, sehr bald werden wir Thugurd annektiert haben. Das ist schön. Dann kriegen wir da oben wieder ein Riesenstück Land und können uns da aus der Armee gleich eine neue Armee aufsetzen, aus unseren Truppen. Müssen nur die Leute ein bisschen modernisieren und etwas ausbauen lassen, das Ganze. So. Tschernigo ist gefallen. Sehr schön.
Ich könnte sie natürlich auf eine Schlacht ankommen lassen. Die Frage ist, ob ich das möchte. Ich möchte auf jeden Fall Novgorod endgültig weghaben. Und ich will hier durchaus ein bisschen was von Litauen von dem Livonischen Orden übernehmen. Deswegen muss ich mir das gut überlegen. Ah, das wäre eine Koalition, mit der man noch leben könnte, wie sie aktuell aussieht. Muss ich wirklich gucken. Weil das hier unten wird auf die da oben keine Auswirkungen haben. Das wird denen völlig egal sein. Turov. Nationalisten. Das ist nicht gut. Da muss ich mich tatsächlich gleich drum kümmern. Das war diese Armee. Stellen wir uns da unten nochmal auf. Und ich hätte es fast. Ich habe es vergessen. Nehmen wir uns die Military Tech. Die Mördergrube. Aktualisieren will ich die Truppen aber jetzt gerade noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Vijayanagara ist gefallen. So, gucken wir mal. Wir kontrollieren sämtliche Kernprovinzen. 5 Stück sind das. Übergeben wir sie an Bachmanis. So. Das wären die Kernprovinzen. Und die will ich fordern. So. Mehr will ich da eigentlich auch gar nicht fordern gerade. Außer eben das obligatorische Gold. Denn alles andere würde mich ja Machtpunkte kosten, die ich mir eigentlich nicht leisten kann, beziehungsweise leisten will. Und daher machen wir es doch einfach mal so. Sehr zufriedenstellend, wenn ihr mich fragt. Hohes Freiheitsstreben war zu erwarten. Beschwichtigen wir einmal den Herrscher. Schicken wir auch diesen General in die Heimat. Und bleiben einfach erstmal entlang der Grenze stehen. So. Und jetzt kann Bachmanis in aller Ruhe integriert werden. Wunderbar. Ach, der Johanniterorden kann es nicht lassen. Die können es echt nicht lassen, an unseren Grenzen hier Truppen zu schicken, um uns zu plündern. Mann, 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 Mann. Natürlich werden wir weiterhin uns erstmal darauf fokussieren. Ich will diesen Krieg jetzt noch zu Ende bringen. Uns weiterhin auf diesen Krieg fokussieren. Und man merkt, ich bin auf voller Geschwindigkeit, aber das Spiel wird langsam langsamer, weil so viel berechnet werden muss im Hintergrund. Übrigens die Anmerkung, was ich gerade ganz vergessen habe zu zeigen. Bisschen was auch noch nicht zu zeigen war, aber. Na doch. Novgorod ist mittlerweile katholisch. Portugal war ja Verteidiger des Glaubens. Und dadurch, dass sie den Krieg verloren haben an der Stelle, dadurch, dass wir sie eben zerlegt haben, auch wenn wir weniger sie zerlegt haben, aber sie waren halt auf der Verliererseite, dadurch haben sie den Verteidiger des Glaubens jetzt verloren, weil sie eben nicht erfolgreich verteidigen konnten. Und wir schauen jetzt mal, was wir fordern. Und das ist leider schon zu viel. Das ist schon riskant. Das würde gehen. Aber da wären sie nicht bereit zu. Also ich muss eigentlich einen Separatfrieden schließen. Dann machen wir das mal. Also ich hätte sehr gerne Pleskau, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich werde es so machen. Nehmen wir nur Ingermanland. Das ist eine Idee. Wir zwingen sie dazu, Pleskau an Novgorod zurückzugeben und können es dann gleich über Novgorod erobern. Das ist ein interessanter Plan. Machen wir das mal. Die Festung ist jetzt zwar wieder unabhängig, aber das ist mir relativ egal. Machen wir einfach mal einmal so. Ihr stellt euch daneben dran. Wir fangen an, die Kernprovinz zu erstellen. Geht nicht, weil Novgorod die Kontrolle hat. Dann bekehren wir die Provinz eben erst einmal. Auf jeden Fall können wir hier die feindlichen Truppen erledigen. Dann wäre der ganze Krieg auch erledigt. Aber ich werde jetzt erstmal einen Cut setzen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, denn das wird das Ganze jetzt noch ein bisschen Rahmen sprengen, wenn ich den Krieg noch zu Ende bringe. Wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge EO4. Und wenn wir Novgorod annektieren und dann mal schauen, was wir sonst noch machen. Sehr wahrscheinlich Turgut annektieren. Würde mich wundern, wenn das nichts mehr wird. Bis dahin, haut rein.